Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Luna Park oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy, geh zu Vinny, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lass diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Ein paar dieser Bastarde könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute Jagd. Dir auch. Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Vinny fertig bist. Klar. Schlagen wir ein paar Schädel ein. Wo ist der Respekt in dieser Stadt, Frank? Kerle rufen Sarah auf der Straße hinterher. Von Corleone kommt kein Glück mehr. Morello schnappt sich meinen Profil, sobald ich ihn umdrehe. Wäre ich jünger, würden diese Männer unter der Brücke treiben. Kehlen durchgeschnitten, Fischfutter. Wir bringen ihnen Respekt bei. Keine Sorge. Bei dir mache ich mir nie Sorgen, aber sag Sarah nichts, das geht sie nichts an. Nicht mehr. Willst du was essen, Tom? Nee, der Don hat Arbeit außerhalb der Stadt für mich. Keine Sorge, ich stell's warm für dich. Hey, brauchst du ein paar Eisen, Tom? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Wird von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber... Für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden Sie nicht. Danke, Vinny. Seit der Zeit. Los, ich bin patschnass. Keine Ahnung, warum Biff in so einem Drecksloch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy. Du bist immer butterweich bei den Ladies. Biff, alter Fettsack. Wie geht's dir? Schwindmau, Lutin, 你差我哋钱。 將你身上所有嘅錢擺曬出嚟。
Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch, bitte. Mujunge Feizai. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Polly. Wegen der Kohle. Entspann dich. Ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemanden mit einer Lieferung Anzüge. Top-Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, er bekommt seinen Anteil. Da hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es. Das Ganze läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Ich glaube, wir müssen zur Seite rein. Beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Schnappt ihn euch! Jungs, kommt raus! Er ist hier! Warum hängt ihr euch nicht in uns an? Überleg es dir das nächste Mal gut! Los, die Penner brauchen eine Lektion! Kletter rüber! Lass sie bitte nicht schnappen! Geh hinter irgendwas in Deckung! Mumm, hierher zu kommen! Ihr werdet hier sterben, wisst ihr das? Hol die Kanone, Tom! Er will sich anders! Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich nehme Norden, du Süden. Ich gehe hoch, du gehst dadurch. Hey. Okay, klar. Wir müssen weg, jetzt. Hier. Lauf, los. Du bist fertig. Thank you.
letzte Nacht erledigt sein. Verschwindet! Wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Ich muss nachladen! Vorsicht, Tom! Die Straße schwimmt! Keine Sorge, ich hab's im Griff. Wer von denen? Da lässt sich wohl jemand richtig ein! Man kann's förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen! Wir werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben, was? Lade nach! Glauben wohl, sie könnten abhauen. Wir haben dich noch nie fahren sehen. Das war wohl der letzte von ihnen. Ich muss nachladen! Sie haben ihre restliche Truppe gerufen! Schläfst du am Steuer? Dämlicher Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Mach ihn alle, Tom. Nein. Nein, nein, warte. Bitte. Bitte, ich... Ich will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom,
Lass dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Ey, lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja?